Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Bot Beatdown zum großen Finale. Wir spielen gegen die Großmeister KI. Bleib bei Fiesta. Ist der beste Welcome Call. to Nova. Ja, ist nicht schlecht. Ja, ist aber auch nicht schlecht so, ne? Wir machen es aber so. So vielleicht? Das geht klar. Das mache ich. Das heißt, wir können mit dem APS die verstärken. Was unfassbar gut ist. Also wir brauchen eine gute Tank Frontline auf jeden Fall. Deswegen starte ich hier mit dem Green Devil auf jeden Fall. Schick eine Schnecke rein. Manchmal ist das ja schon sehr hilfreich. Moment. Ist rausgekommen. Er hat sofort einen Kopfjäger. Kopfgeldjäger. So, wir bauen ein bisschen mehr. Weil die Anfangsrunden Fiesta natürlich uns auffängt. Großen und Ganzen. Was schon mal unheimlich wichtig ist. Und ich muss hier. Ich habe Runde 2. Liege ich schon 200 Gold zurück. Das ist halt wild, ne? Das ist unfassbar krass. Könnten die Helden auch annehmen dann. Oh, verkacke ich sogar noch. Das wäre gut. Nee. Verkacken nicht. Okay. Können trotzdem splitten. Das ist das Gute. Und das werde ich auch machen. Ich lasse mal noch ein bisschen Abstand. Manaros, scheiße. Ach du Scheiße, das ist wirklich schlecht. Mana Ross und die Angler. Gold Vorteil für die. Das ist übel. Okay, 160. Das heißt aber, ich kann hier ganz viele von den Wölfen bauen und kann dann im Hintergrund die hinstellen. Die wären meine Tanks. Da kommen sie, die Imps. Ja, das wird wirklich sehr schwer, weil der wird ganz schnell seine Kingpins bauen können. Das Ding ist halt, ich kann auch nicht so wirklich Autosend machen, weil der wird ja noch stärker. Und das will ich auf keinen Fall.
Wir können jetzt ein drittes Mal aufwerten. Das war im neuen Update vorgestellt. Dann wisst ihr noch mal stärker. Schick nächste Runde mit Blut rein. Blut geht raus. Okay, es dauert relativ lange. Jetzt geht hier die Power an. Ja, vielleicht kriege ich einen noch down. Ich werde beide noch down kriegen. Gar keinen. Okay. Dann eben nicht. Das sah jetzt so aus, als hätte ich noch mehr Leben, aber so war es nicht. Schnecken rein. Jetzt kann ich hier schon mal einen upgraden. Ich werde ihn upgraden. Weil ich glaube, der ist mit dem APS auch geil. Deswegen werde ich den APS dann dahinter stellen. Um noch ein bisschen was rauszuholen. Pegasus ist schon da. Immer volles Mana. Das ist gut. Schieben das mal so ein bisschen runter. Zweimal Shattern Gold heißt ein Worker für mich. Das ist saftig. Können wir reinbauen. Jetzt passiert erstmal nicht so viel, außer Aufwertung vom King. Wie gesagt, APS werde ich dann hier so platzieren. Werde dann rundherum Berserker und die Rescherin noch bauen. Das ist so der Plan. Und ich werde hier wahrscheinlich auf 10 nochmal schicken. Kleiner Heal-Aufwertung. Hier haben sie schon ein bisschen was reingesteckt. Aber ich kann auch nicht noch einen Worker holen. Das können wir nicht machen. Ich hätte eigentlich schon erwartet, dass er jetzt schon den Kingpin hat. Es gibt Shattern Gold, wenn der durch ist. Das ist gut. Brauchen den Vorteil. Haben schon 500 Piep mehr als ich. So, wir könnten jetzt hier den APS platzieren. Ich mache aber stattdessen hier den Berserker hin. Und den APS stelle ich später hin. Damit er auch was hat, wo er aufwerten kann. Das ist immer so. Ja, eigentlich vollkommen logisch, dass du erst dann den Buffer hinstellst, wenn du was hast, was du buffen kannst. Deswegen kommt der zum Schluss. Erst wenn der andere Rest schon steht. Dann kommt der dazu. Das heißt, wir sammeln und schicken dann auf 10 ordentlich was rein. Jetzt müssen wir gucken.
Aufprallschaden ist low. Da habe ich nicht so viel. Das heißt, wir müssen die aufwerten. Moment, kann ich stehen? Ne, kostet 200. Okay. Dann eben so. So, hier kann ich noch einen Wolf platzieren. Den werte ich auch noch auf. APS rein. Krecherin. Und dann nochmal jeweils beide Sachen einmal. Jetzt schon vor Eis geschickt. Auf 9. Also das halte ich auf keinen Fall. Das steht schon mal fest. Aber wir können ein bisschen Geld rausholen, was immer gut ist. Oh, kacke, beide durch. So, wie sieht's hier aus? Kingpin ist da. Ich kann mir kein Voreis leisten, so wie die anderen. Wir müssen aufwerten. Wir müssen Worker holen. Unheimlich wichtig. Worker unheimlich wichtig. Der geht schnell down. Ein Schwein hat es sogar noch. Sehr schön. Sehr schön. Da konnte ich mir einen Blocker leisten. Durch das Shutter und Gold. Wir nehmen das. Und zwar deswegen. Lass uns schauen. Aufprall. Braves sind sehr gut. Das heißt auf 13. Auf 13 muss ich schicken. Ich sag auch so, es fehlt noch ein kleines Stück, aber es ist alles da. Hm. 360 und es sieht gut aus. Wäre schön gewesen, wenn er gehalten hätte. Scheiße. Ich glaube nochmal und das war's. Ich glaube, wenn nochmal so eine Bombe kommt, dann ist vorbei. Wir schicken auf 13 und dann müssen wir das Ding durchknüppeln. Wir safen. Wir schicken auf 13, Bruder. 13 ist gut für den. Für das. Für das. Und dann brauchen wir Stich. Also wird der Stich schon reinschicken. Aber auch für die sind es gut, weil die nicht so viel Schaden machen. An den Golems. Voreis muss rein.
Sprecherin. Verkauf den, wer den Wolf auf. Mol mit rein. Ja, der Schaden, den die Bullis haben, sollte reichen. Oh, komm. Noch mit Blut. Drück noch mit Blut raus. Ja, kam noch raus. Schamane, scheiße. Das ist ein echt hartes Game. Das gibt's nicht. Komm schon, Shutdown Gold. Wenigstens was. Ach. Da müssen wir 15 machen. Ich muss Worker aufbauen, das ist unheimlich wichtig. Ja, den brauche ich. Du kannst raus. Schleim auch unfassbar gut. Der kam nicht mehr raus. Oh, das ist gut, das ist gut. Schaut an, Gold ist immer gut. So. Fürst des Todes. Schleimer. Dino. Er sammelt schon wieder. Und ich bin auf Magic Graves nicht ganz so gut. Jetzt mit dem Fürst des Todes natürlich wieder ein bisschen besser. Okay, die sammeln noch. Ich kann meinen Stichschaden noch ein bisschen ausbauen. Millennium. Und Sakura Blumen. Alter, die halten so viel aus, die scheiß Kingpins. Da habe ich keine Chance. Shutdown Gold, sehr gut. 1700 mehr als ich. Umso länger das Game dauert, desto schlechter ist es für mich. Was soll ich hier noch machen? Ich bin tot. Bin tot. Take
Kacke, kacke, kacke. 1500! Ist over. Okay, er könnte es vielleicht noch blocken. Aber ich kann da nicht viel machen. Drei Stichler. Kacke, ich muss Worker bauen. Okay, er blockt das. Ja! Ein bisschen Schaden. 18 wäre stark. Wenn wir 18 schicken, wäre das gut. So, du wirst aufgewertet. Das steht schon mal fest. Noch einen zweiten platziert. Und Worker gepusht. Er schickt jetzt schon wieder. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schicken sollte. Sondern eher auf 18. Hab schon gut Worker aufgeholt. Sofort wieder 900 rein. Und er hat 2480 gekriegt. Wenn der das nicht blockt, schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Ah, der hat nicht noch einen Darm rausgekriegt. Das war's, glaube ich. Oder? Komm schon. Komm schon, eine Runde noch. Ah, ja! Okay, ich könnte jetzt gewinnen. Jetzt müssen wir gucken. Stichschaden ist noch vonnöten. Das ist gut. Stichschaden ist vonnöten. 180 kriegen wir zusammen. Ihn noch. Er hat noch einen. ...1020. Das geht noch. Ich habe auch 1060 geschickt. Geil. Da habe ich zwar zwei Runden gewartet, aber... Oh, Alter. Nein. Sei nicht so OP! Ich habe geblockt. Rechts auch geblockt. Kacke, Mann. Ich kann auch nicht großartig sammeln, weil ich das brauche. Ich brauche das Geld, um zu überleben. Also hier können wir noch aufwerten. Rein theoretisch noch die Schleime aufwerten. Wir könnten noch einen First des Todes hinsetzen. Wir werten ihn mal auf und noch Schleim. Holy shit. Das ist eine brutale Runde, aber das sind auch, ist auch der finale Gegner. Dass man da hart zu kämpfen hat, ist vollkommen klar.
lockt einfach alles weg. Scheiße. Das Late Game sind die viel zu stark geworden. So eine Scheiße. Ich kann ihm auch, jetzt großartig nicht viel schicken. Ich schaue jetzt den Schaman rein so, aber er hat 130 Worker. Ich kann hier keine bauen, weil ich versuche zu überleben. Die sammeln immer noch. Nächste Runde ist es dann vorbei. Ich komme nicht durch. Der 1624 plus. Selbst wenn ich jetzt drei Runden sammle, komme ich da nicht durch. Ah, ist brutal. Ich gehe mit Fürsten. Massestadtklasse sozusagen. Ich habe keine Wahl. Aber es ist schon verdammt erstaunlich, dass ich... Die haben... Guck mal, guck dir das an. Die haben 6000 Piepen mehr als ich. Das ist schon verdammt krass, dass ich es überhaupt geschafft habe, bis zur letzten Wave zu kommen. So 21. Holy shit. Der hat mir mehr geschickt, als ich drunter liege. Ja, durch die Rächer wird es einfach weggeknüppelt. Ich habe keine Chance durchzukommen. Zwar geblockt so, aber was will man machen? 2000 plus beide. Er hat Minus. Hält aber gut. Ich habe 54. Mehr habe ich nicht. Er hat 0 geschickt bekommen. Okay, das heißt, ich muss jetzt reinknallen. Also verteidigen. So, das wird glaube ich nichts. Ich schicke mit rein so, aber ich krieg nicht mal ein Voreisen noch zusammen. Ich schicke mir trotzdem 1000 und er hat 3000 bekommen. Holy shit. Das ist also der Endboss. 6000 Gold mehr als ich. Nicht nur, dass er 1000 mehr Einheiten wert hat. Oh, ich verteidige aber ganz gut. Nicht nur, dass er 1000 mehr Einheiten wert hat als ich. Er hat wahrscheinlich auch 100 mehr Worker als ich. Ja, vielleicht gibt es noch eine Runde. Mal sehen. So viele Fürsten des Todes zu bauen, war eine gute Entscheidung. Aber die überleben zu stark. Ich glaube, es gibt nicht nur eine Runde, nee. Die ballern zu stark.
Okay, eine Runde gibt's noch. Wir bleiben bei der Strategie. Da haben wir doch noch einen Green Devil. Können wir noch aufwerten? Einen. Jetzt kriege ich einen zusammen. Ach du Scheiße. Müsst ihr euch mal überlegen, wer von euch hat es geschafft, bis zur 23 zu kommen oder den Endgegner zu besiegen? Das würde ich gerne mal wissen, wer dagegen ankommt. Weil das ist brutal. Weil er hat auch so gute Einheiten gerollt. Mann, ich habe echt viele Drachen. Nicht mal Welt 23 komme ich durch. Okay, er blockt auf jeden Fall. Bei mir sieht es auch nicht schlecht aus. Ich schaff's vielleicht gerade so nicht. Die werden immer stärker. Immer noch plus 2000, andere plus 2500. Ich krieg noch Fiesta Gold. Ich schick einfach jede Runde rein, weil ich weiß ja nicht, welche Runde ich überhaupt noch überlebe. Ich schick jede Runde rein und baue jede Runde neue Fürsten hin. Boah, das kriege ich nicht zusammen. Hau eine Hexe rein. Holy shit. Aber da muss ich ja schon echt krass sein, wenn ich so lange überlebe. Oder was meint ihr? Brutal. Er hält. Er hält. Jawohl, neue Ladung Drachen. Holy shit. Beide haben auch schon wieder gehalten. Ich kann keine Worker bauen. Noch ein Kraken. Wir müssen. Er hat nicht gehalten. Okay, dann war's das. Schade. Echt krasse Runde. Das ist also der Endgegner, der natürlich nur stärker ist, weil er so viel Geld hat. Aber verrückt. Welle 24. Wer von euch hat so weit geschafft, hä? Krass. Krasse Runde. Ja, das war's mit der weiteren Runde Legion im Bot Beatdown. Ja, theoretisch war's das. Aber ich werde garantiert mich nochmal an ihm versuchen. Und garantiert werde ich das auch irgendwann schaffen. Weil so schlecht war ich ja gar nicht dabei. Das heißt, bleibt weiter dran. Lasst gern ein Abo da und ein Like, wenn ihr mehr sehen wollt und nichts mehr verpassen. Das war's für heute. Einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.